Na, ihr, es ist mal wieder soweit. Ich habe eine Story gerade erlebt. Ich glaube, sogar Schlucky hat mir das nicht geglaubt, was ich dem gerade erzählt habe. Es war. Ich fasse das mal kurz in zwei Worten zusammen: ekelhaft und widerlich. Ekelalarm im Revier. Was da gerade passiert ist, besser sagt heute Morgen, ungefähr um 7:30 Uhr. Das habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, außer dass ich mich so geekelt habe. Ich krieg Herpes und Plack und Karies und Fußpilz. Ich schwöre es euch. Ich war mit meinem Zeitungswagen auf so einer längeren Straße. Meine obere Tasche vom Wagen ist leer gewesen. Dann habe ich mich gebückt und quasi vor meinen Wagen gestellt, das Paket von unten in die obere Tasche gelegt. Und dann sind da immer so weiße Bänder da drum. Die mache ich immer ab und die Verpackung von dem Paket. Und dann wickle ich die Bänder so um meinen Wagen drum, damit die nicht durch die Gegend fliegen. Ich war da so richtig schön in meinem Trott, habe meine Pakete geöffnet und auf einmal kommt da jemand von hinten, fasst mir so ans Handgelenk, aber richtig feste, ja, zieht den Arm nach hinten. Ich habe so einen Schock gekriegt. Ich glaube, in dem Moment habe ich vergessen, wie ich heiße, wo ich wohne und zu atmen. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ja, dann wurde ich ja quasi nach hinten gerissen, dann drehe ich mich um, dann steht da. Wenn ich das jetzt sage, dann. Ich sag das jetzt so, wie das ist. Dann steht da eine Afrikanerin mit beiden Händen an meinem Arm und lutscht meine Finger ab. Die hat meine Hand abgelutscht. Ich stand da. Ich hab gedacht, ich bin in einem falschen Film. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich war wie gelähmt. Dann habe ich irgendwann meine Hand weggerissen und gesagt, lass mich in Ruhe. Ja. Dann sagt die, wo Bahnhof ist, wo Bahnhof ist. Dann habe ich nur in Richtung gezeigt, dann ist die abgehauen. Und dann war die weg. Und ich stand so. So habe ich da gestanden. Ich habe mich so geekelt. Ja, ich habe mich so geekelt. Ja, wenn es nicht samstags morgens so früh gewesen wäre, hätte ich bei irgendeinem Haus am liebsten geklingelt und gefragt, ob ich meine Hände waschen kann. Ja, und ich habe auch leider unterwegs niemanden mehr von den Kunden, die mich einigermaßen kennen, getroffen, dass ich da fragen konnte. Da musste ich, ja, bis zum Kaufland weiterlaufen. Da ist eine Toilette, da bin ich rein, da habe ich mir fünfmal meine Hände gewaschen, desinfiziert, gerade als ich nach Hause gekommen bin, mit einer Bürste meine Hände gewaschen. Und ich ekel mich einfach immer noch. Was ist das bitte gewesen? Hör mal, man kann mir doch nicht erzählen, dass das normal ist. Ich gehe doch nicht auch irgendwo auf der Straße hin und leck jemanden die Hände ab. So. Ist das noch normal? Ist das so, irgend so ein Trick oder so zum Ausrauben oder was? Ich meine, ich habe ja sowieso nichts dabei außer meinen Haustürschlüssel. Aber das weiß ja keiner. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mich das angewidert hat. Ich weiß noch nicht mal, ob mir. Ich glaube noch nicht mal, Schlacki glaubt mir das. Ich habe dem das gerade erzählt. Und dann hat er gesagt: Ja, was erzählst du mir denn da? Da kommt doch keiner und leckt deine Hände ab. Es ist so. Bah, und das Schlimme noch, die hatte noch so richtig Schnodder hier an der Nase und alles. Ich krieg richtig Würgereiz, wenn ich daran denke. Am liebsten würde ich mich jetzt, äußerlich habe ich mich ja desinfiziert, am liebsten würde ich mich noch innerlich desinfizieren. Leute, habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich möchte mal gerne wissen, was eure Meinung dazu? Was war das? War das irgendwie so ein Versuch, mich
zu beklauen oder Ringe abzuziehen, die ich ja sowieso nicht habe. Niemand will mich heiraten. Aber was war das? Also das war auf jeden Fall das Skurrilste und Widerlichste, mit Abstand Widerlichste, was mir je auf der Straße passiert ist. Mich würde einfach eure Meinung mal dazu interessieren. Das war einfach jetzt so abstrus. Guck mal. Hier, der Schatten von dem Baum. Aber, was sagt ihr dazu? Bitte, ich würde mich einfach echt freuen, wenn ihr mir dazu mal eure Meinung sagt. Was ist das gewesen? Ich bin fassungslos. Na? Was soll ich euch jetzt wünschen? Schönen Tag. Passt auf eure Hände. Oder leckt dem Nächsten, der euch entgegenkommt, auch mal die Hände ab. Also, unglaublich. Einfach unglaublich. So. Ich komme, glaube ich, heute aus dieser Haltung hier nicht mehr raus. So. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, da kommt aber nicht wieder so eine scheiß Story. Das ist ja keine Story, das ist ja Real Talk, Leute. Real Talk. Macht's gut. So, ihr Lieben, ich gebe euch jetzt nochmal eben einen Nachtrag. Schlacki hat gerade gesagt, ich soll trotzdem nochmal kurz die Polizei darüber informieren, was da passiert ist. Weil wenn sich das wirklich da um irgend so einen Trick handelt, damit die halt wenigstens Bescheid wissen, dann habe ich da gerade angerufen und habe mit einem sehr netten Polizeibeamten gesprochen, dem ich das alles erzählt habe. Und dann sollte ich diese Frau beschreiben, also was die anhatte, wie groß die war und so weiter und so fort. Das habe ich dann durchgegeben und dann sagt er, aha, wir haben eine Person hier gerade auf der Wache, die wegen sowas Ähnlichem auch gerade von der Polizei quasi festgehalten worden ist, die da jetzt wohl vernehmen wollen. Er hat mir jetzt halt nicht genau gesagt, um was es da jetzt halt geht, das darf der ja nicht, ja, weshalb die da festgenommen worden ist. Er hat gesagt, wegen etwas Ähnlichem. Und der hat mir halt gesagt, ich sollte in Zukunft, wenn solche Dinge nochmal passieren, so skurril die auch sind, entweder mein Handy mitnehmen und sofort an Ort und Stelle dann die Polizei anrufen oder mich wirklich halt trauen, irgendwo zu klingeln und zu fragen, ob ich mal ganz kurz bei der Polizei mich melden darf. Ich meine, ich hoffe zwar nicht, dass mir das jetzt nochmal überhaupt nochmal passiert, weil das einfach wirklich ekelhaft und widerlich war. Ja. So, ich meine, das ist jetzt ja nur eine Spekulation von mir, dass es sich da vielleicht wirklich um irgend so einen Trick handelt, um, ja, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall echt ekelig gewesen und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal eben ganz kurz als Anhang hier quasi ans Video hängen, damit ihr da jetzt Bescheid wisst, wie das weitergegangen ist. Ne? Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Tschüss!